Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön für Sie, dass ich da bin. Darf ich am Anfang kurz eine Frage stellen? Gibt es heute irgendjemand hier in diesem Raum, der von sich behauptet, intelligent zu sein? Da ist es nicht so. Nicht zu wissen, dass ich ungefähr weiß, wie ich es vom Niveau her anregen soll. Jürgen Vogel. Dürfte also ganz gut passen, was ich vorbereitet habe. Nein, das ist halt sehr männliches. Von so gehängt. Bernhard Baumgartner. Andreas Ferner. Und der ist echt gemein. Und die Kernöl-Amazonen hat die Bachschmiede zu ihrer ersten Kabarettnacht auf die Bühne gebeten. Auch wenn diese Namen noch nicht allen bekannt sind, soll sich diese Veranstaltung zu einem äußerst unterhaltsamen Abend entwickeln. Was wiederum gar nicht so selbstverständlich ist, müssen sich doch noch nicht so bekannte Künstler zuerst einmal das Wohlwollen des Publikums erobern. Für die Besucher wiederum sind profanere Dinge oft wichtiger als klingende Namen, um in die Bachschmiede zu kommen. Ja, die lustigen Sachen vor allen Dingen. Ich bin ja schon viele Jahre in Wien immer Kabarett gegangen und auch ins Kleine Theater in Salzburg. Und es ist natürlich für mich sehr gut jetzt, dass die Bachschmiede jetzt hier solche tolle Programme hat. Da kann ich von mir aus zu Fuß hergehen und bin fast jede Woche hier. Das heißt, die Auswahl, was da geboten wird, die fällt einem? Na super, das Programm, das stellt der Jock Meislinger sehr gut zusammen. Und auch meine Frau ist ja kulturell immer schon sehr viel unterwegs gewesen. Und ich war früher im Sportbereich tätig und jetzt seit einigen Jahren, seit der Pensionierung, bin ich natürlich auch kulturell sehr engagiert. Sie waren ja schon des Öfteren hier in der Bachschmiede zu Gast bei verschiedenen Veranstaltungen. Kleinkunst in der Bachschmiede, wie gefällt Ihnen das? Mir gefällt das sehr gut, muss ich sagen. Ich habe wirklich selten so herzlich und so ehrlich gelacht wie heute. Aus Österreich kommt viel Schönes, vom Arlberg bis zum Prater, Ditsche Ötzi, Musikantenstadl und der Prater. Prater ist ein super Name, oder? Das ist so wie Maus, oder? Nein, ihr müsst einen anderen Wort sagen, Alter. Ihr macht's mich fertig, bis gehört. Ja, hört's super, so. Wer kommt aus Österreich und ist urstark, Alter? Ist in Amerika sogar urstark. Ja, aber Schwarzenegger reimt sich nicht, Alter. Okay, aus Österreich kommt viel Schönes, vom Arlberg bis zum Prater, die Tsche Ötzi Musikantenstadl und der Terminator! Alter, super, Alter, wie heißt du, Alter? Ahmed? Du bist leider beim Prater. Aber nicht nur dem Publikum gefällt die Bachschmiede als Kleinkunstbühne. Auch auf die Künstler scheint das Haus eine gewisse Anziehungskraft auszuüben. Vielleicht, weil es ein feiner, kleiner Rahmen ist, ein bisschen persönlicher. Der Kontakt von der Bühne ins Publikum ist ziemlich direkt und das Publikum ist nämlich super. Das Publikum macht richtig gut mit. Es waren ja Kabarettisten schon da aus ganz Österreich und aus Bayern. Und alle sagen mal, momentan, wenn sie auf die Bühne gehen bei uns, schauen in den Saal raus und sagen, wow, das ist ein Saal, da fühlen wir uns wohl, schon bevor der Auftritt beginnt. Hier sind ja bereits sehr namhafte Leute aufgetreten, aber auch einige, die noch nicht so bekannt sind. Diese Mischung, ist die eher zufällig oder steckt da ein gewisses Konzept dahinter? Ja, das ist bewusst. Wir versuchen immer wieder, neue Leute auf die Bühne zu bringen bei uns. Gerade mit dem heutigen Abend, mit den neuen Künstlern, mit dem Jürgen Vogel, mit dem Ferner und mit den Kernöl-Amazonen, die waren in Salzburg eigentlich noch gar nicht richtig zu sehen. Die wollen mir eine Chance geben. Und dazwischen kommen natürlich immer wieder die Arrivierten. Es wird dann jetzt der Fonsi wieder kommen im Mai. Da rennen sie uns jetzt schon die Tiere ein. Und im Herbst kommt sogar der Roland Thüringer zu uns. Ein eifriger Kabarettgänger wie Sie, was würde er sich hier in der Bachschmiede wünschen? Naja, was heißt wünschen? Die meisten waren eh da, die sehr bekannt sind. Besonders aus dem bayerischen Raum, wie der Fonsi, der Altinger. Und gut wäre natürlich auch die Monika Gruber einmal, die ja sehr bekannt ist, oder der Grünwald. Aber auch österreichische Kabarettisten gibt es ja sehr viele gute Junge und daher glaube ich, dass das schon so in Ordnung ist, wie der Meislinger das zusammenstellt. Einen besonderen Eindruck hinterlassen die Kernöl-Amazonen. 2005 hat sich dieses Kabarettduo gegründet. Bei seinen Aufführungen begleitet wird es stets von einer Pianistin. Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem Eichenhardt vereinen kernigen Charme mit südländischem Temperament. So steht Kernöl für die Steiermark, der Heimat von Gudrun Nikodem Eichenhardt.
die Amazonen für die Vorfahren von Caroline Athanasiadis. Derartige Darbietungen motivieren auch den Veranstalter, diese Kabarettnacht nicht als Eintagsfliege sterben zu lassen. Wir haben gesagt, das machen wir heute mal als ersten Test. Nachdem das, glaube ich, ganz gut anläuft bis jetzt, haben wir schon vor, dass wir sowas nochmal machen. Der Veranstalter rennt mir schon die Tür ein, er möchte das im Herbst gleich wiederholen. Aber ich habe ein bisschen ein Problem, mein Terminkalender ist derartig voll, dass ich fast nichts mehr unterbringe. Ich werde jetzt mal schauen, wo ich es noch einflechten kann und sonst gibt es das nächste Jahr im Frühjahr. Das heißt, so eine Kabarettnacht wie heute, wieder mit Nachwuchstalente. Auf alle Fälle. Ein Ziel der Bachschmiede, jungen Talenten eine Chance auf der Bühne geben, sowohl in der Volkskultur als wie auch im Kabarettbereich. Und in der Klassik haben wir es auch vor, da kommt nämlich eine neue Serie, Benjamin Schmidt bringt junge Talente auf die Bachschmiedebühne. Das kommt in Zukunft auch noch. Die Bachschmiede als Talenteschmiede, warum auch nicht? Das Publikum wird sicher auch in Zukunft dabei mithelfen und gerade junge Künstler besonders anfeuern.